Das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika ist ein ganz wichtiges Thema in diesen Tagen. Es wird natürlich auch bei uns in der Unionsfraktion darüber diskutiert, wie es nun weitergeht. Und da sind wir sehr erfreut über die jüngste Aussage des Verteidigungsministers der USA, dass die NATO eine wichtige Einrichtung ist und dass die Amerikaner zur NATO stehen. Das ist eine positive Aussage. Wir haben heute in der Koalition vereinbart, dass wir das Bundesinnenministerium und das Bundesjustizministerium bitten werden, einen Beschluss umzusetzen des Bundesverfassungsgerichts, dass man bei verfassungswidrigen Parteien auch unterhalb eines Verbotes zu Sanktionen kommen kann, beispielsweise bei der Parteienfinanzierung. Wir erwarten jetzt einen Vorschlag dieser beiden Häuser. Und wir wollen noch in dieser Legislaturperiode eine gesetzliche Vorschrift schaffen, die das ermöglicht, beispielsweise die Parteienfinanzierung für verfassungswidrige Parteien nicht mehr zuzulassen. Und dann haben wir heute gleich nachher in der Fraktionssitzung den Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten, unseren gemeinsamen Kandidaten der Koalition, den Außenminister Dr. Frank-Walter Steinmeier, zu einem Gespräch. Das wird jetzt gleich beginnen. Danke.